Hello everyone and welcome to the channel. In this video today I'm reacting to a German comedian called Olaf Schubert. I might have said his name wrong, Olaf Schubert. And this video is titled How Capitalism Works in the Example of Man and Woman. So this video is actually in German, but I do have the English subtitles. So I've been doing quite a few reactions to German comedians on this channel and kind of finding out just people I've been missing. So let's react to him for the first time and let's see if it's any good and if I like it. Ich werde euch mal darlegen, wie der Kapitalismus funktioniert, wie überhaupt die Wirtschaft funktioniert. So, das Problem ist nämlich DIFMIP, das ist das Problem. Der faulende, parasitäre Monopolkapitalismus imperialistischer Prägung. Ne? Der beherrscht im Prinzip die ganze Welt. Ne? Er hat die Welt quasi hier im Würgegriff, sieht man. Ne? Die ganze Welt kann man jetzt sagen? Nein, es gibt einige Gallier, die sich wehren. Also es gibt zwei kleine gallische Dörfer, und zwar eins in Nordkorea und eins in Thüringen. Ne? Also, ein kommunistisches Regime in Nordkorea, ganz klar, das ist also hier zu sehen, und eine rot-rote Links-Links-Regierung in Thüringen. Und das sind auch gute Orte, um das kommunistische Experiment nochmal zu wagen, denn wenn es in Nordkorea nicht klappt, dann gibt es immer noch Südkorea als Backup. Und ich sag mal, in Thüringen, was soll da schiefgehen? Ne? Thüringen besteht zu 80% aus Wald, der Rest sind Bäume. Also da läuft schon alleine. Ne? Aber für die USA ist das jetzt natürlich die neue Achse des Bösen. Ne? Nordkorea, Erfurt, über Apolda. Ne? So. Ja. Und die ganze Welt ist also im Würgegriff dieses Kapitalismus, in demzufolge auch die kleinste Zelle der Gesellschaft, die Familie. Wie funktioniert nun in der Familie die Ausbeutung? Das ist im Endeffekt ganz einfach. Ne? Der Mann beutet die Frau aus. Ausbeuter, Ausgebeutete. Ne? So einfach ist das. Das kann man ja auch sprachlich beweisen. Ne? Der Mann, das steht, also das ist einfach der Erfolg, der Gewinn, der Zuwachs. Im Gegensatz dazu das Weibliche, die Niederlage, die Reduzierung, die Steuer. Ne? So. Okay, I like this guy. He's obviously got great comedic timing. And I kind of like the way he's got like a slideshow. I don't really know what to describe, but he's got drawings and he's kind of ripping it off and using it as part of his routine. Very creative, and obviously he's describing an important message in like a funny comedic way. So I kind of like that. When you kind of learn something from the comedy, it's always a good time. So let's keep going. Was ist das Wichtigste am Kapitalismus? Natürlich das Kapital. Deshalb heißt es ja auch Kapitalismus. Kleiner Flachs, ne? Und das Kapital, wem gehört's? Natürlich, es gehört also dem Mann. Jetzt könnte man fragen, warum ist denn das Kapital aber immer Mann? Da kann ich, weiß nicht, das ist so, weil das ist so. Ne? Die Produktionsmittel gehören ja auch dem Herrn Siemens und dem Herrn Bosch und nicht der Frau Krüger oder der Frau Lehmann. Ne? Der Mann hat also das Geld, das wird jetzt einfach mal so festgelegt, das ist so, das war so, muss nicht so bleiben. Ne? Und von dem Geld kauft der Mann der Frau Produktionsmittel, die sie also braucht, ne? Damit sie arbeiten kann. Ne? Zum Kochen, zum Putzen, zum Kindererziehen. Und jetzt fragt die Frau natürlich, ich soll für dich arbeiten? Ne? Warum? Wie bitte? Was? Vielleicht auch noch umsonst? Ja. Ne? Und jetzt muss der Mann klug handeln, damit die Frau gar nicht erst auf den Gedanken kommt, sie wird hier ausgebeutet oder sie wird schlecht behandelt oder ausgenutzt, muss der Mann die Frau natürlich adäquat entlohnen. Dafür gibt es verschiedene Varianten. Variante M ist jetzt Variante Mandy, also für die einfache durchschnittliche Frau in IQ so knapp über just above room temperature. Ne? Da geht die Frau arbeiten zu Hause. Ne? Und damit sie sich nicht ausgebeutet fühlt oder auf dumme Gedanken bekommt, bekommt sie also Geschenke. Ne? Irgendwelchen Quatsch aus Plaste oder aus Material. Ne? So. Muss nicht teuer sein, muss nur teuer aussehen. So, ne? Dann gibt es See, that is a good tip as well. It doesn't have to be expensive, it just has to look expensive. That is a good tip actually, I like that. Für die selbstbewusste Frau, also für die Frau, die unabhängig und souverän durchs Leben gehen will, natürlich die Variante K, also das ist für, weiß nicht, für Katharina oder für die ganzen Konstanzen, ne? Die sagt, ich lasse mich hier nicht mit Geschenken abspeisen. Ich möchte
selbstbestimmt über meinen Lohn verfügen. Diese Frau bekommt natürlich Geld. Ne? Und mit dem Geld geht sie dann in den Laden und kauft sich die Geschenke selber. Ne? Also hier irgendwas aus Material, aus Plastik, irgendwelcher Quatsch, der teuer ist oder zumindest teuer aussieht. Ne? Dann haben wir natürlich noch Variante C, so mache ich's, das ist Variante Carola. Meine Frau darf für mich arbeiten und zum Lohn darf sie mit mir Geschlechtsverkehr ausüben. Das. This is a crazy das ist drawing. Die Variante, da wird die Frau quasi doppelt gefördert, sage ich mal. Gut für Selbstbewusstsein, ne? Wie funktioniert dann aber die eigentliche Ausbeutung? Das kann man am Beispiel der Kindererziehung sehr gut demonstrieren. Pro Kind bekommt man 190 Euro Erziehungsgeld, Kindergeld, geteilt durch 8,50 Euro Mindestlohn, ergibt sich eine bezahlte Monatsarbeitszeit von 23 Stunden. Das heißt, ab der 23. Stunde Zuwendung betreut man das Kind umsonst und es wird zum Verlustgeschäft. Also, a loss-making business. Was ist das Wichtigste am Kapitalismus? Natürlich Wachstum, Proporz, es muss immer nach oben gehen, also gehen schneller, größer, weiter, es muss sich immer aufblähen. Das Schlimmste ist Stillstand, Schrumpfung, das führt zur Rezession. Muss man aber leider feststellen, die normale Frau wächst nur bis zu einem Alter von 20 Jahren, ab 30 schrumpft sie sogar wieder. Ne? Und deshalb, na, geh runter. Deshalb kann der Arbeitgeber, also der Mann kann gar nicht anders, als eine 30-jährige schrumpfende Frau durch eine neue zu ersetzen. Oh no. Die dann wieder frischen Schwung in die Familie bringt. Natürlich ist es berechtigt, die Frage zu stellen, gibt es Alternativen? Ja, es gibt Alternativen dieser Form des Kapitalismus. Das wäre das Matriarchat. Dort hat die Frau das Sagen, demzufolge auch den Besitz an den Produktionsmitteln. Das erleben wir zum Beispiel in Papua-Neuguinea. Das ist wieder so ein kleines gallisches Dorf. Dort lebt das Volk der Tolai. Jetzt hat die Frau das Sagen. Wenn man jetzt allerdings mal die wirtschaftliche Leistung von Deutschland, Wohlstand, Haus, Computer, und der wirtschaftlichen Leistung von Papua-Neuguinea gegenüberstellt. Oh no, he just roasted also Papua-Neuguinea, this dude. Und die Waagschale wird zum Katapult. Ja. Ich fasse zusammen, der Kapitalismus ist für die Frauen, für die Ausgebeuteten nicht immer schön. Das ist für den Arbeitgeber, für den Ausbeuter alles ein bisschen angenehmer. Aber wem es nicht passt, der kann ja nach Thüringen gehen. Ne? Oder hier, es gibt noch so ein anderes Würstchen in Nordkorea. Also, da sind wir durch. Ja. Okay, a little bit at the end. Okay, so I think they're just promoting his tour, but yeah, this guy is obviously very clever. I really like that. Just some of the examples he gave, I was absolutely dying all the way through. Like, he's also right about that. It don't have to be expensive, the gift. It just has to look expensive. That is a really good tip. And the fact that he said, like, when you only care for your child for 23 hours, after that, it becomes a loss, like, making, like, you're taking a loss. Like, that is very hilarious, man. This guy, he is very clever and I like his examples, and he's definitely roasted Papua New Guinea a bit too hard in this video. And he was also going hard on Kim Jong-un, which is rightfully deserved. So this guy, I'd like to see more of this type of videos because it kind of is just like, obviously, he's kind of like doing it in a joking way, but he's also touching on a very serious topic. And the drawings definitely help elevate his performance. And that is like something different. I've never seen someone do that before. So if you guys want more reaction videos like this, drop a like on the video, subscribe to the channel. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.